Theoretisch könnte ich inzwischen so viele interessante Sachen basteln. Ich habe die Engramme dafür gelernt, aber du schwebst wieder in der Luft. Komm her, komm her. Aber es fehlt an den Rohstoffen. Und vor allem habe ich, das ist die falsche Kiste. Vor allem habe ich viel zu wenig Leder. Viel zu wenig ist überhaupt kein Begriff. Ich hatte überhaupt kein Leder. Ich muss unbedingt Leder holen. Und da ich leider sonst nicht dazu komme, eine Rohstoffsammelfolge einzulegen in letzter Zeit, muss ich das diesmal in der Aufnahme machen. Vielleicht ist das auch ganz gut so, ich weiß nicht, ob es Interesse an einer Rohstoffsammelfolge gibt oder nicht. Aber ansonsten komme ich ja nicht an das Zeug ran. Du kommst hier jetzt aber nicht runter, oder? Bleib da oben. Ich sehe schon seinen Schwanz. Okay, geht wieder weg. Ich glaube, wenn Sie keinen direkten Weg finden oder berechnen können von der KI her, dann brechen Sie Ihre Versuche ab, weitergehen zu wollen. Nur wenn die KI Ihnen sagt, es gibt noch einen Weg, wie der T-Rex, der da um die Wand herumgelaufen war, dann machen Sie das. Also, ich brauche nichts mehr als Hide. Denn für die Sattel brauche ich unglaublich viel Hide. Kannst du aufhören, mich in Panik versetzen zu wollen? Hier gibt es nichts. Nicht, dass es hier gleich noch Brontos regnet. Ich fühle mich nicht sehr wohl mit diesem Rumstampfen. Geh weg. Geh weg. Könnte ich vorstellen, dass er hier runterfallen würde und dann, wenn es realistisch wäre, von der Physik-Engine her, die ganze Basis unter seinem Gewicht zusammenbricht und ich gleich mit. Das wäre. Naja, es hätte wahrscheinlich einen gewissen Unterhaltungswert für die Zuschauer. Für mich eher weniger. Nein! Oh nein! Was machst du denn da? Ich habe einen Besucher. Oh. Ich hätte die obere Gegend auch noch. Er ist da entlang gegangen, oder? An diesem kleinen Bereich hier oben. Wahrscheinlich der da. Am schmalsten Bereich ist er runtergegangen. Darf ich kurz? Hier. Da hat ihm die KI gesagt, dass er da runter kann. Und jetzt habe ich einen Brontholznachbarn. Ja, das ändert jetzt meine Pläne aber schon etwas. Kann er aus Versehen meine Einheiten platt walzen? Ich kann es mir gut vorstellen. Noch ein Sattel. Wo willst du hin, Großer? Ich habe dir extra die Tür aufgemacht. Nein, nicht da lang. Wenn er aus irgendeinem Grund
vor der Basis einen Kampf anfängt, ist die Basis sowas von hinüber. Ich habe die Leiter ja auch so hoch gesetzt, die Wand, dass er eigentlich nicht drüber laufen kann. So ein Haustier hätte ich mir jetzt aber nicht gewünscht. Okay. Ich bin ein bisschen besorgt. Genau, geh baden. Geh baden. Das wirklich? Der sieht so cool aus. Was sind der Ersatzteile? Was soll ich mit dir anfangen? Naja, ich schätze mal, ich werde ihn ignorieren müssen. Bis er... bis er zum Problem wird. Aber was ich machen muss, ist einmal essen. Mir der neue Steak holen. Ich habe nicht mehr so viele. Nicht mehr so viele. Ja. 22 habe ich noch. Und meine Babys vor allem. Die Baby-Dinos. Nicht, dass er sie platt tritt. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Vor allem, wenn er jetzt bis zum Ende aller Tage hier bleibt. Und sich irgendwann wieder ein Gegner hier in die Basis verirrt und ein Kampf ausbricht, dann kann ich mich als erstes von meiner Basis verabschieden. Ich bin zuversichtlich, dass die Dinos das packen. Aber die Basis eher weniger. Du steckst fest. Du steckst fest und dein Körper glitscht durch meine Basis. Ich bin nur froh, dass den Babys nicht passiert. Wow. Ist schon beeindruckend, wie groß er ist. Hey. Geht's dir gut? Ja? Sieht auch so aus. Also, nun
da ich weiß, dass das hier ein Schwachpunkt ist, will ich versuchen, ihn auszubessern. Der Gedanke ist, wenn ich da oben ein bisschen zumache, reicht das vielleicht schon. Das ist die Hoffnung. Dafür brauche ich Foundations. Foundations. Und für die brauche ich Holz und Thatch und Fiber. Thatch und Holz und Fiber war auch hier. Also ja, ich habe zwischendurch umsortiert. Da sind jetzt Waffen und Rüstungen und Sattel und Rüstungen und hier habe ich Steine und Mineralien, Holz und Dings da, Organisches von Tieren und weiterverarbeitetes. Ja. Was fehlt mir noch? Nichts. Ich weiß nicht, ob es eine andere Möglichkeit gibt, Wände zu bauen, abgesehen von Foundations. Ich dachte irgendwie, ich hätte das früher mit Wailings gemacht, aber das könnte auch nur Einbildung gewesen sein. Ich muss aufpassen, dass ich nicht überladen bin. Besser denn in der Kiste bleiben. Foundations ist vielleicht übertrieben. Dann muss ich da hoch. So. Ich glaube, sein Schwanz ist fast größer als meine Basis. Ist das die beste Wahl, um da hochzukommen? Jetzt wäre ein Flugsaurier gut, der auch was tragen kann. Denn um diese kleine Lücke zu schließen, muss ich jetzt viel rein. Ich glaube, die andere Seite wäre kürzer gewesen. Aber zumindest der Rückweg wird leichter. Ich könnte eine Treppe bauen. Natürlich, ich könnte eine Treppe bauen. Ich versuche dran zu denken. Mal schauen, ob ich die Stelle finde. Es müsste die hier sein. Wo er da an der Stelle runtergeplumpst ist. Ja, ich glaube, das ist die hier.